So Leute, Weihnachten ist durch bei meinen Sims und das Ganze sieht jetzt so aus. Zurück auf meinem YouTube-Kanal. Willkommen zu Türchen 16 von unserem Adventskalender. Krass, wie schnell das schon gehen kann, ne? Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt eine wunderschöne Weihnachtszeit. Ich für meinen Teil finde die Weihnachtszeit mit euch gerade wirklich so unglaublich schön. Das ist ja unsere erste offizielle richtige Weihnachtszeit zusammen. Ja, es war brutal schöne Zeit. Und ich muss gleich am Anfang gestehen, ich habe noch nie dieses Szenario hier ausprobiert. Und ich habe letztens gesehen, dass es ein Festtagsszenario gibt. Es ist Truthahnzeit, aber deine Sims haben Beef. Wer sich den Spruch überlegt hat, Leute. Wie auch immer, ich würde das super gerne mal ausprobieren. Weihnachtlicher Überlebenskampf. Zwei Sims, die auf eine gemeinsame Geschichte mit Zwergen und Immobilienbetrug zurückblicken und sich aus diesem Grund hassen, leben unter einem Dach und sind beide nur zu stur, um auszuziehen. Unsere Sims starten als Feinde, die einen Groll aufeinander hegen. Sie sind nicht verwandt und sie müssen junge Erwachsene oder älter sein. Mögliche Ereignisse? Wir werden uns anfreunden oder, was ich noch viel besser finde natürlich, Sims haben ein romantisches Verhältnis als Feinde mit Vorteilen. Ah, Leute, da geht mein Kopf natürlich wieder in 50 verschiedene Richtungen, was wir hier machen könnten. Dann boom, 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 Feuerwerk. Und wir starten einfach mal einen neuen Spielstand. Wir suchen auf jeden Fall mal nach zwei Sims. Und wir nehmen für dieses Let's Play jetzt einfach mal die liebe Rosa. Und ich hoffe, ich habe alle ihre Sachen. Ja, die sieht doch mega cool aus. Heißt übrigens nicht Rosa, sondern Kelly. Und Kelly wohnt zusammen mit diesem Punk-Girl. Ich finde das gut, wenn zwei so Welten aufeinandertreffen. Und ich glaube, die hat keinen richtigen Namen. Nee, deswegen machen wir 1, 2, 3. Das ist die liebe Kim. Und unsere liebe Kim bekommt natürlich auch noch eine Hose. So können wir sie nämlich nicht rumlaufen lassen. Mega Hubs. Das sind unsere beiden Sims, mit denen wir dieses Weihnachtsereignis spielen werden. Hallo? Dürfte ich bitte mal starten? Nein, nein, nein! Ich kann mir leider auch nicht anschauen, was mir fehlt. Wir haben zwei junge Erwachsene. Sie sind nicht verwandt. Was anderes gab es doch überhaupt gar nicht. Wir werden hier mal probieren, das Ganze mit anderen Merkmalen zu machen vielleicht. Aber nee, selbst dann funktioniert das noch nicht. Leute, das finde ich gar nicht cool. Schlimmstes Szenario. Okay, Leute, Planänderung. Wir lassen die Sims jetzt einfach 24 Stunden alleine Weihnachten feiern. Ja, könnte was werden. Wir haben Winter, sie sind in Samaischuno und ich werde auch direkt einen Schneesturm aktivieren. Hier haben wir den Schneesturm und der wird ewig lange andauern. Und dann werden wir zusätzlich auch noch das ganze Zeug von den Mods hochstellen. Also alles Dramatische, was so passieren könnte. Wir stellen das jetzt einfach komplett hoch und dann lasse ich die Sims 24 Stunden alleine Weihnachten feiern. Da kann jetzt alles Mögliche passieren. Also sie könnten entführt werden, sie könnten krank werden und dabei sterben. Sie könnten das Haus abfackeln, vor allem wenn wir gerade dabei sind. Wisst ihr was? Dann bauen wir das hier nämlich ganz schnell jetzt einfach mal um. Wir geben denen keinen Fernseher. Ich will nämlich wissen, was sie dann machen die ganze Zeit, wenn sie keinen Fernseher haben. Wir holen auf jeden Fall mal einen Weihnachtsbaum. So, sehr, sehr gut. Dann werden wir natürlich auch noch einen Kamin aufstellen. Ich will so viele riskante Sachen aufstellen, wie es überhaupt nur geht. Wow, der ist unfassbar groß. Hm, vielleicht stellen wir den hier hin und den Weihnachtsbaum hier rüber. Dann geben wir das hierher. So, hier haben wir das Tischchen daneben. Sieht wirklich wundervoll aus, Leute. Ganz, ganz toll. Ich kann das Fenster halt leider nicht verschieben. Deswegen machen wir das Ganze jetzt mal so und natürlich darf ein Teppich nicht fehlen. Unterm Kamin, Leute, wenn schon, denn schon. Wir geben einfach 110%. 1000%. Dass hier ja super dramatische Sachen passieren. Ich bin schon echt fies. Aber wir wissen alle, ein bisschen Drama schadet nie. Ich hätte aber trotzdem gern irgendeinen schönen Teppich. Aber ganz ehrlich, die Möbel hier sind sowieso schon so zusammengewürfelt, dass da irgendwas dabei ist, was gut dazu passt. Schwierig. Das Grundstück bekommt natürlich auch Wichtel, damit viele Sachen kaputt gehen und böse Schwingungen finde ich auch super. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in 24 Stunden wieder. So Leute, Weihnachten ist durch bei meinen Sims und das Ganze sieht jetzt so aus. Was hier alles passiert ist und wie das Ganze passiert ist, das zeige ich euch am besten jetzt. Bin ich mal gespannt. Ganz am Anfang habe ich noch schnell einen Mann hinzugefügt, weil ganz ehrlich, Leute, wir brauchen das Drama hier. Und währenddessen wurde Kim auf der Straße verprügelt und der Mann, dessen Name ich tatsächlich nicht weiß, hat sofort für unsere Mädels gekocht. Und das Erste, was passiert ist, ist, dass zwei Camper bei uns eingezogen sind. Leute, sieht unsere Wohnung aus wie ein Campingplatz? Naja, aber die waren wenigstens ziemlich harmlos im Gegensatz zu unserem Serienkiller, der als nächstes aufgetaucht ist. Und der einfach super gemütlich in unsere
Wohnung spaziert ist und erstmal zwei Leute gekillt hat. Das waren tatsächlich aber die zwei Camper, also irgendwie haben sie unser Leben gerettet. Ah, krass. Kelly hat in der Zwischenzeit alles gelivestreamt und hat dadurch ziemlich viele Follower bekommen. Ja, war ein super Start und natürlich hatten wir auch den Kuchenback im Spiel. Aber hey, man kann nie genug Kuchen haben. Das haben sich unsere Nachbarn auch gedacht, die uns besucht haben. Die sind aber ziemlich schnell wieder verschwunden. Ich meine, da lagen auch zwei Leichen in unserer Wohnung. Der Serienkiller ist übrigens ziemlich schnell wieder verschwunden, zum Glück. Und die ganze Aufregung hat unsere beiden Sims offensichtlich sehr wuschig gemacht und die beiden hatten ein Techtelmechtel. Und natürlich haben sie auch nicht verhütet. Ob unser Sim schwanger ist, das erfahren wir gleich. Unsere Nachbarin hat derweil ihren Müll rausgebracht. Die werden wir jetzt noch öfter sehen. Und der Sensenmann hat draußen seine Arbeit verrichtet. Während die beiden halt absolut Spaß hatten. Kelly hat sich gedacht, sie freundet sich mal mit der Nachbarin an. Es kann ja nicht schaden. Aber dem Sensenmann war das Gespräch irgendwie zu langweilig und deswegen ist er einfach in unsere Wohnung reingelatscht. Wenn da gar keine Sympathie so ist, dann brauche ich da auch nicht eine ganze Woche bleiben. Und hat sich direkt in unsere Kim verknallt. Die beiden hatten eine super süße, romantische Szene, Leute. Ich habe es richtig gefühlt, vor allem wie sie durch die Wand gebackt sind und wie unser männlicher Bewohner die beiden beobachtet hat und dann einfach, ja, gepupst hat. Das ist wohl seine Meinung dazu. Ich finde, Kim und der Sensenmann wären aber auf jeden Fall ein super Paar. Auf der Straße wurde wieder mal jemand entführt. Und dann ist der Serienkiller wieder aufgetaucht. Ich weiß nicht, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Er hat dann auf jeden Fall weitergemacht bei uns zu Hause und ist schon wieder auf die Camper losgegangen. Wir hatten nämlich neue Camper in der Wohnung und ganz ehrlich, die haben uns halt einfach schon wieder das Leben gerettet. Vor allem dieser eine Camper, der bleibt mir für immer in Erinnerung. Der wurde einfach erstochen, aber bevor er gestorben ist, hat er noch sein Zeug weggeräumt. Also so viel Anstand muss auf jeden Fall sein. Der bekommt einen großen Platz in meinem Herzen. Und dieser junge Mann hier in grün ist übrigens ein Stalker. Der will unbedingt mit unserem Haushalt befreundet sein. Und Kelly wollte einfach nur an ihren PC, weil sie live streamen wollte. Aber nee, der Sensenmann war absolut im Weg. Und auch Kim war super unglücklich. Die hat nämlich gecheckt, dass sie schwanger ist. Also ich musste mich sehr konzentrieren, um mich nicht zu übergeben. Was ist das für ein Geräusch? Das werden wir heute auch noch öfter hören. Bei uns wurde nämlich natürlich eingebrochen. Unser ganzer Haushalt und unsere Nachbarn wurden bedroht, aber nicht nur das ist passiert, sondern auch die verrückten Zwillinge sind aufgetaucht. Ich habe keine Ahnung, was das Problem von den beiden ist. Die wollten unbedingt einen Job bei uns haben als Nanny oder so. Aber wir haben ja nicht mal Kinder in dem Haushalt. Noch nicht. Also keine Ahnung, was ihr Ziel war. Die waren aber auch jedes Mal hier. Oh, und da draußen liegt ja auch schon wieder jemand. Schön. Zum Glück hat einer der Nachbarn die Polizei gerufen und die wurde dann sofort festgenommen. Aber die Aufregung im Haus war natürlich groß. Sie hat uns auch unseren Esstisch geklaut. Und aus irgendeinem Grund ist unser Haus immer voll. Ich meine, okay, es ist Weihnachten. Ich freue mich ja, wenn Leute da sind. Wahrscheinlich haben wir einen Buchclub gegründet, weil ganz ehrlich, so viele Bücher, wie die alle die ganze Zeit lesen, muss das einfach sein. Auf der Straße wurde natürlich wieder mal jemand entführt. Und dann ist auch noch ein Feuer ausgebrochen. Was für eine wundervolle Nachbarschaft, Leute. Würdet ihr da nicht auch sehr gerne wohnen? Sie haben sich zum Glück gegenseitig gelöscht und konnten das Ganze dann retten, aber dann wurde natürlich wieder bei uns eingebrochen. Ich weiß nicht, wie die Frau schon wieder aus dem Gefängnis entkommen ist, aber sie war auf jeden Fall zurück und wollte Rache. Aber diesmal hat man sie ziemlich schnell geschnappt. Sie konnte nicht mal irgendwas klauen, zum Glück. Nach dieser Aufregung hatte unser männlicher Sim dann auch noch ein Techtelmechtel mit der Kelly, während die Kim im Hintergrund in der Badewanne fast einschlief und ertrank. Ha, so schön friedlich. In der Nacht ist tatsächlich gar nicht so viel passiert, außer dass mal wieder jemand auf der Straße entführt ist. Und was mit der jungen Frau passiert ist, habe ich absolut nicht mitbekommen. Und dann war auch schon Weihnachten und die Zwerge sind aufgetaucht. Unsere Sims haben richtig ruhig geschlafen. Ich meine, am Tag davor ist so viel passiert. Das haben sie sich wirklich verdient und es hat auch nicht lange gedauert. Und dreimal könnt ihr raten, wer schon wieder aufgetaucht ist. Ich pack das einfach nicht. Ich weiß nicht, wie die Frau immer entkommen ist. Aber auf jeden Fall war sie da und diesmal hat sie ziemlich viel Sachen mitgenommen. Sie hat uns einfach alles im Badezimmer geklaut. Also wir hatten keine Badewanne mehr, keine Toilette mehr, keinen Mülleimer mehr. Die hat echt so viele nützliche Sachen mitgehen lassen, aber dann wurde sie zum Glück auch wieder aufgehalten. Die Nachbarn sind nämlich immer super nett und rufen für uns die Polizei. Ich weiß aber nicht, warum das die beiden Sims immer total wuschig macht. Die wollten dann direkt ein Techtelmechtel haben, aber im Schlafzimmer waren ein paar Camper und ein paar Ratten und das hat ihnen die Stimmung dann ordentlich versaut. Finde ich persönlich ein No-Go. Und dann wurde ich schon wieder bei uns eingebrochen. Ich sag's euch, Leute, diese Nachbarschaft ist der absolute Horror, aber diesmal war es wenigstens jemand anderer. Die hat unsere Küche dann mitgehen lassen
und eine der Camperinnen wollte uns dann verteidigen, wollte uns retten und hat sich auf den Räuber gestürzt. Der ging es dann gar nicht gut, aber sie hatte noch genug Kraft, um unseren Spiegel zu klauen und wurde dann aber auch von der Polizei mitgenommen. Und unser Stalker war wieder mal da. Der Sensenmann hatte auf der Straße genug zu tun, der Serienkiller war nämlich schon wieder da. Und in unserem Gang wurde einfach einer der Zwillinge entführt. Leute, ich weiß nicht, wie sie das angestellt haben, aber die sind einfach mit ihrem Auto in den obersten Stock gefahren und haben einer der Zwillinge entführt. Was mich persönlich jetzt gar nicht so gestört hat, die waren nämlich super nervig. Hätten sie unsere liebe Nachbarin da hinten entführt, dann wäre ich auf jeden Fall traurig gewesen. Der Serienkiller ist in unserer Wohnung angekommen und hat natürlich wieder ein paar Leute gekillt, aber nachdem er fertig war, hat er einfach unsere Küche geputzt. Ehrenmann. Das war meine absolute Lieblingsszene von allen. Ich fand die einfach so witzig. Kelly im Gegensatz dazu gar nicht. Die hat live gestreamt und wurde dann im Hintergrund von ihm auch noch beobachtet. Der Serienkiller hat sich nämlich super wohl gefühlt bei uns auf einmal. Er wollte überhaupt nicht mehr gehen und ist praktisch eingezogen. Er ist immer wieder verschwunden und aufgetaucht, hat aber niemanden mehr gekillt. Langsam wurde auch der Harndrang von unseren Sims immer schlimmer, aber wir hatten ja kein Klo mehr, aber dafür den Stalker die ganze Zeit im Gang. Und unser Serienkiller ist dann irgendwann einfach ohnmächtig geworden, was sich die Nachbarin dabei denken muss. Aber gut, wer weiß, was die da die ganze Zeit in den Müll wirft. Der Serienkiller hat dann auch noch ein bisschen für Kelly posiert, aber der hat das nicht gefallen. Die war aber die ganze Zeit am Livestreamen und er hat weiterhin unsere Küche geputzt, während unsere Nachbarin nebenan in Ohnmacht gefallen ist. Niemand hat ihr geholfen, aber zum Glück ist sie auch nicht gestorben. Direkt durch die Wand gebackt, aber alles ist gut. Kelly hat dann mal halbnackt was zu essen gemacht. Wir haben nämlich übrigens mittlerweile auch keinen Kühlschrank mehr. Und die erste Person hat sich angepinkelt, während auf der Straße wieder mal jemand entführt wurde. Und was ist mit dem jungen Mann passiert? Das habe ich auch nicht mitbekommen. Unserer Nachbarin geht es anscheinend nicht ganz so gut, wird aber offensichtlich super motiviert von einer anderen Person. Und das war dann wirklich das allererste Mal, wo ich was eingestellt habe. Es war nämlich Weihnachten und ich wollte, dass die gemeinsam den Baum beleuchten. Und das Ganze sah dann so aus. Tada. Unglaublich, Leute, nicht? Einfach wundervoll. Das hat sich sowas von gelohnt und auf der Straße hat das dann einfach random angefangen zu brennen. Das hat in unserem männlichen Sim irgendwie seinen Harndrang geweckt und er hat einfach unseren Weihnachtsbaum angepinkelt, Leute. Und dann ist der Weihnachtsmann aufgetaucht. Der war super schockiert, wie es hier aussieht und hat uns dann einfach eiskalt ausgelacht. Und dann wurde wieder mal bei uns eingebrochen und auch die verrückten Zwillinge waren wieder da. Aber wenigstens unserer Nachbarin geht es wieder gut. Die Einbrecherin hat uns alle bedroht. Und was die verrückten Zwillinge da schon wieder getrieben haben, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es dem Weihnachtsmann dann irgendwann gereicht und er hat eiskalt die Einbrecherin erschossen. Der Weihnachtsmann hat die Einbrecherin erschossen und hat sie dann auch noch ausgelacht dafür. Und dann ist offensichtlich irgendjemand in diesem Raum gestorben, aber ich konnte einfach nicht rausfinden, wer. Ich war unter dem Bett, ich war über dem Bett, ich war überall, aber da war einfach niemand. Ich war total verwirrt, aber ja, das hat sich dann ziemlich schnell aufgeklärt. Also schon wieder ist einer von den Zwillingen gestorben. Ganz ehrlich, das sind nicht mal mehr Zwillinge, das sind vermutlich unendlich Länge. Weil egal, wie oft man sie entführt oder sie gestorben sind, sie sind halt einfach immer zurückgekommen. Das war dem Weihnachtsmann dann wieder zu viel. Auf der Straße sah es auch aus wie Sau. Und ich glaube, unser Stalker ist mittlerweile im Gang eingezogen. Der Serienkiller ist wieder mal ohnmächtig geworden, ist mir aber lieber, wie das er wieder in unsere Wohnung reinkommt. Das hat nämlich unser Stalker geschafft. Der hat unseren männlichen Sim beim Schlafen beobachtet. Super creepy. Und zu guter Letzt haben wir dann auch noch hohen Besuch bekommen. Und dreimal könnt ihr raten, von wem. Ja, und das war's mit dem Video. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich hoffe euch natürlich auch. Ich freue mich, wenn wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, einen schönen Tag und bis bald.